Ja gut, dann werden wir mal alles auspacken für die Rinderrouladen. Und zwar, also wir brauchen passierte Tomaten, Grünkohl, Rotkohl, Gürkchen. Wir brauchen ein bisschen Senf. Wir brauchen Speck. Und dann werden wir das nämlich erstmal so weit vor. Stimmt nicht, wartet kurz. Wir brauchen auch noch einen Apfel. Damit wir nämlich Rotkohl noch etwas verfeinern können. Dann nehme ich noch mal ganz kurz was für Faule. Und zwar das hier. Knoblauch für den Geschmack in der Soße. Dann holen wir uns auf jeden Fall noch mal zwei Zwiebelis. Die schmeißen wir auch noch mit rein in die Soße. Das ist übrigens mein allererstes Mal, dass ich Rouladen mache, by the way. Und ich mache das nur aus den Erfahrungen, die ich die letzten Jahre gesammelt habe, als ich anderen Leuten dabei zugeguckt habe. Das kann was werden. Das kann was werden, Freunde der Sonne. So, dann werden wir uns mal einen Klopfer nehmen und das Ganze mal ein bisschen expandieren. Das war, ich fühlte mich gerade so ein bisschen wie DJ Bobo. Ja, es fühlte sich ein bisschen an wie DJ Bobo. Habe ich so einen Klopper? Natürlich, habe ich mir nämlich irgendwann mal gekauft. Weil ich mir gedacht habe, ich habe in meinem Leben so oft Leute Fleisch kloppen sehen. Brauchst du. Dann werden wir uns mal ranmachen hier. Ein bisschen Senf als Grundlage. Den schönen Bautzner Senf aus der alten Heimat, versteht sich. Ich fühle mich immer diskriminiert als Linkshänder und als linkshändischer Schmierer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wäre jetzt ein Typ, ne? Also ich jetzt. Ich würde da noch so einen Tropfen Barbecue-Soße reinmachen. Ich, ne? Aber wir machen heute, versuchen mal so ein bisschen so ein Standard-Rezept-Ski zu machen, ne? Und ein bisschen Salz und Pfeffer noch drauf machen. Schön noch für so eine ganz kleine süße Note im Fleisch. Aber nur ein bisschen, also nicht viel, so eine ganz kleine... So eine süße Note. Und damit wir diese kleine süße Note kriegen, nehmen wir einfach ein bisschen Paprika. Würde ich sagen, schnappen wir uns den Bacon und dann machen wir erstmal eine schöne Belegung hier. Machen wir ein ganzes Gürkchen oder Scheiben? Ich glaube Scheiben. Ich glaube, wir machen Scheiben rein. Scheiben ist eine gute Idee. Wir fangen unten an. Oh, ein bisschen dick das Stückchen hier. Das können wir noch mal halbieren. Ja, wir können jetzt hier auch überall so eine Speisegurke reinhämmern. Das können wir natürlich auch machen. Ganz klar. So eine richtig schöne, große, grüne Speisegurke, Alter. Ja, also ich habe jetzt hier mal... Ich habe Gurke mit Rind gemacht. Die könnte man jetzt... Das wäre eigentlich eine geile Idee. Die könnte man jetzt hier quer rüberlegen und dann rollt man das alles schön ein und legt das dann einfach in den Topf. Eine gute Idee, finde ich gut. So, kommt da noch irgendwas anderes rein? Zwiebeln kommen in die Soße, weil meine Freundin Zwiebeln nicht so gerne mag, in diese großen. Und damit sie nicht das alles nachher rauspulen muss aus den Rouladen, lasse ich das einfach erstmal so. Dann rollen wir das mal zusammen hier. So, ich denke mal, zwei Nadeln reichen, dann können wir das, ja, ich meine, das guckt jetzt hier ein bisschen raus, könnte eventuell ein bisschen gefährlich sein, aber bin ja nur ich, ne? Es ist ja, no other persons were harmed in this cooking session. Baby! Oh, geil! Eigentlich können wir die Zwiebeln da noch mit reinfeuern. Schön in der Mitte drin. Für den Geschmack. Übrigens das allererste Mal Rouladen in meinem Leben. Habe ich noch nie gemacht vorher. Ah, ich habe noch Zwiebeln auf dem Schuh, du. Oh, Mann. Au!
Wer hätte gedacht, dass Nadeln pieken? Komm her jetzt hier. Dreh dich rum. Lass dich anbraten. Das war heiß. Und die Leute sagten mir noch, oh Dizzy, das ist voll scheiße mit dem Anbraten. Tja, ich habe euch gezeigt, wie man das mit der Hand macht. Die Zwiebeln waren ein bisschen zu früh drin. Naja. Aber warum Knoblauch aus der Tüte? Weil ich es kann. Ich habe beim Einkaufen gab es keinen Knoblauch in dem Laden, den ich war. Und für solche Fälle habe ich im Gefrierschrank immer Backup-Knofi. Übrigens, kleine Hintergrundgeschichte. Ich war Montag einkaufen und habe hierfür alles besorgt. Und ich sagte zu meiner Freundin so, scheiße, ich habe hab die Brühe vergessen. Wir benutzen halt immer diese, also nicht diese, hier, wie sagt man, dieses Pulver, sondern die fertige, hier, die Soße quasi. Und ich sag so, oh, kannst du das noch schnell holen? Ist ja extra losgelaufen im Laden, hat das gesprintet, hat gemacht und getan. Und dann stelle ich, haben wir am Montag noch gekocht abends, haben so einen leckeren Eintopf gemacht mit Wurstenten. Oder Mettfingern. Nee, Mettenten heißt er. Und ich habe in meinem Tran mir die Brühe genommen und kippte die da rein. Meine Freundin machte dann noch andere Brühe rein und dann war die ganze Brühe weg. Naja, wir haben keine Brühe mehr. Das heißt, wir müssen heute irgendwie es schaffen, dass das schmeckt ohne Brühe. Ist ein Auftrag auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall ein Auftrag. Mal gucken, ob wir den heute hinkriegen. Mal sehen. Ich bin gespannt. Wir machen noch einen kleinen Snacker Tomatenmark rein. Schluck Gurkenwasser können wir auch noch reinmachen. Also ja, einige Menschen denken immer, ich bin ein Prepper, weil ich alles doppelt und dreifach habe. Aber ich sag mal so, aus der Lebenserfahrung, die ich mir mal so angeeignet habe über die Jahre und sehr lange Studentenleben gelebt habe und sehr oft festgestellt habe, dass es echt scheiße ist, wenn etwas nicht zu Hause ist, wenn man es unbedingt braucht und man das vergisst einzukaufen, mache ich das immer so, dass ich lieber was da habe, als dass ich das mir besorgen muss. Ich glaube, wir machen noch so eine kleine, gemütliche, sinnliche Schärfe dran. So ein ganz kleines bisschen Chiliflocken. Und dann nehmen wir uns jetzt mal ganz kurz hier die Gürkchen und machen dann noch mal so einen kleinen Schleug Gurkenwasser dran. Das hat mir ja jetzt gerade mal jemand aus dem Chat empfohlen. Wollen wir hier so ein kleines Tröpfchen ranmachen von dem Pullerwasser. Und dann können wir die Schüssel eigentlich mal 3 Stunden stehen lassen und so ein bisschen können die sich mal kennenlernen hier. Kurz mal ein bisschen durchrühren. Dann machen wir kurz mal einen Schmackofatz. Stabile Leistung hier, schmeckt nach nichts. Gut, wir experimentieren weiter. Ein bisschen Salz und Pepper kann auf jeden Fall noch dran. Nee, Spaß beiseite, schmeckt halt nach Paprika. Paprika. Mein Geheimtipp. Geht immer. Mhm. So ist gut. Drehen wir ein bisschen runter, mittlere Hitze. Und dann Deckel drauf. Grünkohl ist lecker. Gehen wir mal in die Roulade. Holy shit. Wow. Den Grünkohl habe ich vorhin nicht gewürzt. Das ist my bad. Boah, die Rouladen sind halt mega lecker. Wow. Okay, dafür, also für die erste Roulade, die ich je gemacht habe, ist das hier auf jeden Fall eine richtige Explosion.